In der Straße Alt-Moabit Nummer 48 befindet sich hinter einer grauen Fassade das bei den meisten Passanten weitestgehend in Vergessenheit geratene, seit langem leerstehende Hansa-Theater. Wer das Foyer betritt, spürt etwas von dem Glanz und der Ausstrahlungskraft, die das Moabiter Hansa-Theater einmal gehabt hat. Bekannte Künstler wie Marlene Dietrich und Harald Juhnke haben in dem 1888 als Festsaal der Berliner Kronenbrauerei gebauten Haus das Publikum begeistert. Der erfahrene Theaterregisseur Horst Ruprecht möchte das Hansa-Theater aus dem Dornröschenschlaf wecken und plant dazu verschiedene Inszenierungen. Wir wollen ein junges, fröhliches, satirisches, musikalisches Theater machen, wo zum Beispiel zu Anfang mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit dann ein Brecht-Weil-Abend, ein Brecht-Weil-Spektakel stehen wird, nämlich das berühmte Happy End, quasi der Broadway auf der Turmstraße hier in Alt-Moabit. Auf die Bühne gebracht werden soll auch die Theaterrevue Fabian nach einem Roman von Erich Kästner sowie die Uraufführung Und Gad ging zu David nach Texten von Gad Beck. Horst Ruprecht möchte ein junges Ensemble aufbauen und kann dabei auf seine Erfahrungen als Theaterpädagoge zurückgreifen. Durch meine Hände sind schon sehr viele Studiose gegangen. Einige davon sind auch bedeutende Schauspieler oder Schauspielerinnen geworden. Also das geht von Winfried Glatzeder bis Nadja Uhl, die alle in Leipzig oder Babelsberg oder Berlin bei mir auch in der Ausbildung waren. Die Inbetriebnahme des neuen Hansa-Theaters wird entscheidende Impulse für die Entwicklung im Kiez mit sich bringen. Und das ist für die Entwicklung von Alt-Moabit also eine ganz besondere Bedeutung hätte. Das wäre das kulturelle Zentrum. Denn das soll es ja auch werden. Nicht nur ein Theater schlechthin, noch ein Theater, sondern ein Kulturzentrum. Neben den Theaterinszenierungen sind im großen Veranstaltungssaal auch Kinovorführungen, Tanzabende und andere Kunst- und Kulturevents geplant. Die im ersten Obergeschoss befindliche Studiobühne bietet mit 50 Plätzen Raum für unkonventionelle Theaterexperimente und Musikveranstaltungen. Der Ballettsaal im zweiten Obergeschoss wird als Kreativraum für Tanzschulen, Kurse und Seminare und als Tagungsraum dienen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuschauer, die Sie das jetzt sehen, wie also eine junge Truppe unter meiner Leitung das Hansa-Theater wiederbeleben will, also da appelliere ich auch an die gut Betuchten unter Ihnen. Vielleicht gibt es jemanden, der sagt, hier, für mich ist das kein Problem. Und ich möchte dieser jungen Truppe als Mäzen mit einer Finanzspritze auf die Beine helfen. Also, junger Mann, an die Arbeit und bringen Sie mir bald etwas Neues. Ich wiederhole aber, so billig wie möglich. Ja,